Herr Donner, Sie bekommen das Lebenswerk Echo Jazz verliehen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz, ganz besondere und sehr persönliche Auszeichnung ist. Wie fühlen Sie sich dabei? Ich sage nur, das ist zu früh, die Auszeichnung, weil das ist noch nicht beendet. Ich meine, das Lebenswerk ist noch nicht beendet. Ich bin dabei, ja. Und ich werde wahrscheinlich so lange spielen, bis ich den Löffel weglege. Und dann ist es beendet. Wie muss ich mir das zu Hause vorstellen? Ist da so richtig Familienmusik, dass mit dem Sohn Sie zusammen sich auch vielleicht austauschen kreativ? Ja, also ich spiele jetzt öfter mit meinem Sohn, weil der auch, ich habe mehr Zeit oder er hat auch mehr Zeit für mich, weil es ging immer darum, dass wir beide irgendwie beschäftigt waren. Und wir verstehen uns musikalisch unglaublich gut. Das glaubt man gar nicht, wenn der Vater mit dem Sohn spielt. Ja? Aber so ist es. Und wir haben also erfolgreiche, wir spielen nur zu zweit im Duo und spielen halt im Jazzbereich. Ja? Das kann er auch. Er ist bei den Fanta 4 natürlich seit 17 Jahren oder so. Aber er hat durch mich gelernt, dass er seine Scheuklappen weglassen muss, überhaupt in der Musik. Es gibt viele gute Musik, im Pop, im Jazz, überall. Was hat Ihr Sohn dazu gesagt? Also es hieß, Sohnemann, ich krieg das Lebenswerk. Was hat er dazu gesagt? Ja, der hat gesagt, sauber, prima, sagst du was, hat er gesagt. Sagst du was? Dann noch vielleicht ein Wort zum schönen Hamburg. Sie als Schwabe hier in Hamburg, wie gefällt Ihnen die Stadt als Jazzstadt? Sehr gut. Ich war leider früher sehr oft hier. Nicht leider, aber jetzt bin ich nicht mehr hier. Aber damals habe ich sehr viel gemacht beim NDR und so sehr viel Produktion gemacht mit der Band und so und auch selber auch viele Kompositionen aufgeführt und so. Das hat sich ein bisschen abgeschwächt.